In Mission 2 werden wir erneut von einer Kolonie des dunklen Volkes bedroht. Dies ist meist aber nicht ihre Zerstörung unser Ziel, sondern die Flucht. Unsere Aufgabe ist es, in diesem Gebiet eine neue Siedlung zu errichten. Die Siegbedingung ist berüchtigt dafür, wie unklar sie ist. Daher erkläre ich euch gleich, was das Spiel eigentlich von euch möchte. Im kleinen Berg südlich eurer Siedlung findet ihr alle Erze, die ihr benötigen werdet. Solltet ihr trotzdem mehr benötigen, findet ihr in den beiden nördlichen Bergen Kohle und Eisen. Jegliche Minen wären aber der Bedrohung durch Schamanen ausgesetzt. Im Westen der Karte findet ihr außerdem etwas Eisen, Gold und einige Schwerter, aber die sind für uns nicht wichtig. Wobei ich mich frage, ob das verrottete trojanische Pferd ein Teaser für das Trojaner-Add-on sein sollte. Was auch immer ihr tut, betretet nicht diesen Bereich. Es sei denn, ihr wollt euch 600 Kriegern des dunklen Volkes stellen. Sowohl dieses Gebiet als auch euer Zielgebiet sind normalerweise nicht gekennzeichnet. In der Beschreibung findet ihr aber ein modifiziertes Skript, welches genau das tut. Unser erstes Ziel ist der Ausbau unserer Bauwirtschaft auf 2 Sägewerke und 3 Steinmetze, damit unser Aufbau nicht stockt. Erobert außerdem das südliche Gebirge, damit wir Zugang zu seinen Erzen haben. Wir starten mit einem Jäger, der unsere Eisenmine locker versorgen kann. Es fehlt also nur eine einfache Brotproduktion und eine Eselzucht. Danach baut ihr eine Fahrzeugmanufaktur, eine Werkzeugschmiede und eine Eisenschmelze. Streng genommen brauchen wir nur einen Gründungskarren, 3 sind aber besser, da sie genug Baumaterial für unsere Zwecke enthalten. Sobald sie fertig sind, produziert ihr am besten den Rest der Zeit Pioniere, damit der Schluss schneller über die Bühne geht. Damit das Spiel euch den Sieg gewährt, müsst ihr den markierten Bereich vollständig besitzen und darin einen Turm, einen Holzfäller, ein Sägewerk und einen Steinmetz errichten. Sobald das geschehen ist, kommen die Mayas und schlagen eine Schneise durch das dunkle Volk. Wenn ihr wollt, könntet ihr natürlich auch als Herausforderung versuchen, das dunkle Volk trotzdem noch zu zerstören. Ich habe das mal gemacht, war ganz lustig. Ansonsten steht euch jetzt aber auch Mission 3 offen.